Poa Noa, Kampfteil 2. Meine Philosophie: Sand geht immer und hilft dabei, die Poa Noa sinnvoll zu vertreiben. Bleibt dran. Hi, hier ist Mike von Draußen Sein. Ich habe in dem ersten Video, was ich gemacht habe, ja schon gezeigt, dass ich schon ein bisschen gesandet habe. Und weil ich den Sandkasten zurückbaue, um dort ein Hochbeet zu machen, habe ich Sand über. Und die Idee, mit Sand den Boden zu verbessern, den Boden zu lockern, um damit die Poa Noa ein Stück weit mit zu vertreiben, die funktioniert ja ganz gut, habe ich im letzten Video oder in einem der letzten Videos gezeigt. Ich verlinke es euch hier oben. Ich werde den Rasen weiter sanden und werde gucken, dass ich die Stellen, die noch ein bisschen härter sind, ein bisschen ja, mehr besande, damit ich diese Pflanze, die ich hier nicht drin haben will, sinnvoll auch vertreiben kann. Also bleibt dran, bleibt gespannt. Ich zeige euch, wie es geht. Rasensanden gegen die Poa Noa. Schon einiges und einmal mit dem Wagen und dem Besen drüber und schon alles irgendwie gut eingefegt. Ich mach mal weiter, ein bisschen habe ich ja noch. Der Sand ist immer gut verteilt. Es geht echt erstaunlich schnell, wenn man das mit diesem Wagen macht. Zieht vorne glatt, hinten drüber. Zieht dann einmal der Besen, dass die Halme hochkommen, damit die nicht kaputt gehen. Ich werde jetzt nochmal mit dem Level Rake einmal über die Stellen gehen und dann das immer mal wieder wiederholen in den nächsten Tagen, denn der Rasen bzw. der Sand ist nicht so trocken gewesen. Ich hatte noch ein paar trockene Stellen, aber die aus dem Sandkasten, die sind definitiv feucht. Das heißt, ich muss jetzt immer antrocknen, damit der Sand dann sozusagen zwischen die Halme fällt. Ich habe vor einem Jahr Heidesand gekauft. Das Video dazu habe ich mal hier oben für euch. Das funktioniert wirklich ganz hervorragend und ja, schwerpunktmäßig geht es mir gerade darum, einmal die Bodenwellen auszugleichen und dann nach und nach diese Anoa-Pflanzen